Hallo, guten Morgen. Ich grüße dich oder guten Abend, wann immer du es hörst. Wie du es vielleicht wahrnimmst, es regnet und die Baustelle ist immer noch am Rumoren. Es ist Montag, sie fangen an zu arbeiten und ich konzentriere mich auf mein inneres Selbst. Und das ist gerade in einer großen Transformation. Also ich fühle viel Leere, volle Leere. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Dass es draußen regnet, finde ich jetzt nicht so schlimm. Es würde mich freuen, mal wieder blauen Himmel zu sehen, aber ich bin gerade sehr am Schreiben und am Dinge erledigen, also von dem her, es darf draußen nass sein. Aber dass ich nicht so recht spüre, wie es weitergeht und wo es weitergeht und was ich tun muss, was ich für Pflöcke setzen muss, damit es gut weitergeht, das braucht alle meine guten Worte, mir selber zuzureden und sagen, es ist völlig okay. Es ist völlig okay. Geh deinen Weg, aufrecht, du wirst es merken. So kannst du dir vielleicht vorstellen, tue ich mich auch gerade schwer, in meine Vergangenheit zu tauchen. Denn ich habe ja hier begonnen, einen Teil meiner Geschichte zu erzählen. Nochmal neu zu erzählen, um sie besser zu verstehen. Das ist 26 Jahre her. Damals war ich 33 und da bin ich wohl einer karmischen Aufgabe begegnet. Doch wo ist denn Anfang und Ende einer karmischen Aufgabe? Und was hat diese Vergangenheit mit mir heute zu tun? Ja, vielleicht ist es, dass ich jetzt und heute nicht weiß, wie es mit mir weitergehen soll, wie ich Weichen stellen kann und wohin ich bis 63. Ja, übrigens, vielen Dank, Lila, für deine Genauigkeit. Letztes Mal habe ich gesagt, es ginge bis 72, aber nein, ich bin im Zeitraum 56 bis 63 und darf jetzt die Weichen stellen bis 63, nicht bis 72. Das ist ja eigentlich tröstlich, also das werde ich schaffen. Ich habe jetzt noch 4 Jahre, wo es wirklich darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen, was zu mir passt und was nicht und was mich froh macht und was nicht und wo die Kraft ist und wo nicht. Bilder loslassen von mir und Altes loslassen. Drum, in dieser vollen Leere, nicht wissend, wo mein nächster Stein im Fluss ist und ja, hoffnungsvoll weitergehend und eben nicht rückwärts schauen wie damals Orpheus, sondern vorwärts vertrauen in meinen Lebensweg und all das, was mit mir kommt. Und eben, diese Geschichte von Orpheus und Eurydike hat mich ja schon als Schauspielerin und Sprecherin schon x-mal wurde ich gebucht dafür. Und ich möchte dir und mir jetzt nochmal erzählen, wie diese Sage geht. Orpheus und Eurydike. Einstmals lebte im Königreich Thrakien ein gewaltiger Dichter und Sänger, Orpheus genannt. Sein Vater hatte ihm eine Leier geschenkt und lehrte ihn darauf, unübertrefflich schön zu spielen. Von der Macht seines Sanges und Saitenspiels waren die Menschen berauscht. Ließ er sich irgendwo hören, dann eilten Löwen und Panther aus ihren Höhlen, sammelten sich um ihn und lauschten. Von den wunderbaren Klängen gelockt, kamen die Bäume in Scharen herbei, die Felsen an den Berghängen bewegten sich nach seiner Musik und die Flüsse änderten ihren Lauf, damit kein Ton ihnen entginge. Viele Mädchen schwärmten für Orpheus, doch er liebte nur seine junge Gattin Eurydike, eine Nymphe aus dem Peneus-Tal. Als sie einst mit ihren Freundinnen auf einer Wiese lustwandelte, trat sie im hohen Grase auf eine Schlange und starb durch deren Biss. Die Nymphen, ihre Freundinnen, beweinten sie, dass weithin durch das thrakische Land ihr Jammer Täler und Berge erfüllte. Orpheus aber saß am einsamen Ufer und sang seinen Schmerz vom Morgen zum Abend, vom Abend zum Morgen, in süßer, ergreifender Klage, dass es die ganze Natur bewegte, Bäume und Felsen, die Vögel der Luft und die Tiere des Waldes. Von seinen Klagen gerührt, erlaubten die Götter ihm, dass er die Verlorene aus der Unterwelt wieder heimhole.
Orpheus musste durch eine tiefe Schlucht weit in die Erde hinein, bis hinunter zum Fluss Styx, wo er Charon, den Fährmann Plutos, bat, ihn ins Reich der Schatten überzusetzen. »Meine Barke«, lehnte der greise Charon ab, »ist nur für die Seelen der Toten bestimmt. Du bist zu schwer.« Aber als Orpheus seine Leier schlug, war Charons Herz besiegt. Kerberos, der böse, dreiköpfige Hund, der Wächter an der Pforte zur Unterwelt, wehrte Orpheus den Eingang. Doch bei den ersten Tönen der Leier durfte Orpheus das Reich der Toten betreten. Er kniete vor Pluto und Persephone, schlug die Saiten und sang dazu. »Erhabenes Herrscherpaar der Unterwelt, meine Gattin suche ich hier, die in der Blüte der Jahre dahinging, als eine Schlange sie stach und sie durch das Gift in den Adern den Tod fand. Wie mühte ich mich, das Leid zu ertragen, doch die Liebe zu ihr ist zu stark. Diese Liebe führte mich her, denn auch euch verbindet die Liebe. Knüpft wieder zusammen den Faden des Lebens meiner Eurydike, gebt mir die Gattin zurück.« So sang er, und zu den sanften Tönen und den bewegenden Worten weinten die blutlosen Schatten. Selbst die Wangen der finsteren Furien waren zum ersten Male feucht von Tränen. Auch Persephones Augen wurden nass. Und Pluto war milde gestimmt, wie an dem Tage, als Eros seinen Pfeil ihm ins Herz schoss. »Ruft Eurydike herbei«, befahl er. Und »Eurydike«, tönte es nachhallend durch die Räume der Toten. Und herauf aus den Tiefen, wo sich die Schatten der Neuangekommenen drängten, kam blass Eurydike gegangen. Traurig stand sie vor dem Thron. Doch dann sah sie Orpheus, und ihr beschattetes Antlitz leuchtete auf in jäher Freude. »Nimm sie«, sagte Pluto, »aber schau dich nicht um, bevor ihr auf der Oberwelt seid, sonst muss Eurydike wieder sterben.« Durch Dunkel und Stille ging Orpheus voran. Eurydike kam hinkend hinterher. Nahe der Oberfläche wähnte er plötzlich, dass Eurydikes Schritte verstummten. Er drehte sich um und sogleich glitt sie wieder zu den Schatten hinunter. »Komm zu mir, meine Liebe, komm zurück«, rief Orpheus mit ausgestreckten Armen. »Stirb nicht ein zweites Mal und lass mich nicht wieder allein auf der Erde.« Doch keine Antwort kam aus dem Dunkel. Lange stand Orpheus da, in sinnlose Leere starrend. Dann wandte er sich und ging schwer den mühsamen Gang hinauf in die Oberwelt. Diese Geschichte ist eigentlich sehr traurig. Ich habe zum Glück noch ein anderes Ende vernommen. Unsere Theaterregisseurin hat das Ende so erzählt, dass Orpheus verzweifelt auf der Oberwelt irgendwann wieder anfangen konnte, Musik zu machen. Und er hat gesungen und er hat gesprochen und hat diesen Kummer transformiert. Und er hatte sehr, sehr viele Schüler und Tiere und Menschen und Pflanzen und Felsen, die seine wunderbare Musik verehrten und die gewachsen sind an seiner transformierten Trauer. Das ist die Geschichte, so wie ich sie kenne und einfacher finde zu verdauen. Ja, und was hat das mit mir zu tun? Was habe ich gelernt aus meiner Begegnung mit Afrika und dem Sufi-Ehemann? Ich erzähle dir gern dazu die Geschichte vom Schatz hinter dem Ofen. Das war nämlich unserer Regisseurin ihre Lieblingsgeschichte und ihr Aufhänger, warum wir diesen Échange kulturell machen sollten. Der Schatz hinter dem Ofen. Die Juden in Krakau waren arm, aber hätten doch gerne ein eigenes Bethaus gehabt.
In diesem Jahr der Not nun war ihrem Rabbi Isaac, Sohn Rabbi Jekels, im Traum befohlen worden, nach Prag zu gehen, um dort unter der Brücke, die zum Königsschloss führt, nach einem Schatz zu graben. Als der Traum zum dritten Mal wiederkehrte, zögerte Rabbi Isaac nicht länger und machte sich zu Fuß auf den weiten Weg nach Prag. Dort aber fand er die Brücke Tag wie Nacht von Wachen besetzt und er getraute sich nicht, unter ihren Bögen zu graben. Doch kam er jeden Morgen her und umwanderte die Brücke bis zum Abend. Das fand die Aufmerksamkeit des christlichen Hauptmanns der Brückenwache. Was er hier suche oder erwarte, wollte der wissen. Rabbi Isaac fasste sich ein Herz und erzählte, welcher Traum ihn nach Prag geführt hatte. Der Hauptmann hörte es staunend und lachte. »Ha, und da hast du dich eines Traumes wegen aufgemacht. Da hätte ich ja meinerseits aufbrechen müssen. Träumte mir doch, ich solle in Krakau in der Stube eines Juden, Isaacs und Jekels, nach einem Schatz hinterm Ofen suchen. Nun habe ich mir doch vorgestellt, dass ich dort, wo die eine Hälfte der Juden Isaac, die andere Jekel heißen mag, Haus um Haus dafür aufreiße.« Und er lachte. Rabbi Isaac verneigte sich still und wanderte heim und hob den Schatz hinter dem Ofen in seinem Haus, mit dem dann jenes Bethaus errichtet wurde, das nach ihm geheißen ist. Alles, was der Rabbi von Geburt an wusste, half ihm nicht. In der Ferne musste ihm ein Fremder, der nicht erfasste, was er dem Rabbi wies, den Weg zum eigenen Reichtum zeigen. So bedarf es gar oft des Weges zu anderen, um aus deren Munde zu vernehmen, was im eigenen Hause unbeachtet, doch verborgen ist. Diese Geschichte habe ich jetzt schon x-mal wieder vorgelesen und inzwischen finde ich sie wunderbar und sehr, sehr weise. Damals als junge, gestandene Schauspielerin fand ich meine Theaterregisseurin so doof, wie sie diese Geschichte immer wieder als Aufhänger nimmt, warum sie Échange culturel macht und wie wir dann in die Wiege zurück nach Afrika gehen mit dieser griechischen Geschichte und bla, bla, bla. Und sie hat Menschen, Schauspieler zusammengebracht aus Italien, der Schweiz, Brasilien, dem Senegal. Wir sind dann auch in den Senegal gereist, aber ich fand, das Fremde blieb uns fremd. Wir waren einander gewohnt wie Tiere im Zoo, aber für mich war das nicht, was ich suchte an gemeinschaftlichem Austausch, an gegenseitiger Wertschätzung und Liebe. In meinen Handlinien steht, dass ich in der Schule des Friedens platziert bin. Und das höre ich nicht zum ersten Mal. Ich scheine in diesem Leben Frieden finden zu wollen, Frieden zu haben mit Menschen, Frieden verbreiten wollen. Und ich habe so viel Unfrieden erlebt. Wie geht das zusammen? Diese Afrika-Reise war von Anfang an unter einem schwierigen Stern. Ich liebe diese rote afrikanische Erde, ich liebe diese riesigen Elefantenfüße darauf, sprich diese Baobab-Bäume, ihr Grün und ihr Grau. Ich fühle so ein Heimkommen im afrikanischen Kontinent. Die Wiege der Menschheit wird Afrika ja auch oft genannt. Aber die Menschen dort, Jesus, wie fremd die mir waren. Warum habe ich mir das angetan? Als Prinzessin aus dem europäischen Norden einen afrikanischen Sufi-Prinzen auszuwählen, Gott im Himmel. Meine instinktive Frau, die zieht schon Sachen durch. Eine Soldatin Gottes, so komme ich mir vor im Nachhinein. Gebt ihr eine heilige Vision und sie setzt sie um, egal wie sie sich fühlt. Kann ich denn jetzt, hier und heute, etwas Neues wählen, etwas Gutes? Oder ist das alles vorgegeben? War das vorgegeben, geplant von oben? Und ich kann noch so viel darüber nachdenken? Ich werde in die Spur gelenkt? Ich war vorbereitet auf diese zweite Afrika-Reise. Und wie?
Ich hatte sogar einen Doc-Film, 5 Minuten für einen renommierten Sender Sat3 organisiert, den ich selber produziere und realisiere, zusammen mit einem Freund, Kameramann und einer Freundin aus Kötterin. Und wir hatten die Fernsehredaktion hinter uns und meine Theatergruppe war einverstanden, dass wir uns bei Orpheus und Eurydike filmen lassen, wie wir in Senegal Premiere haben und eine Tournee machen. Das sollte mir genügend Distanz und Sicherheit geben. Das war jedenfalls mein Plan. Mich nicht in komischer Gruppendynamik zu verlieren. Zudem hatte ich alle möglichen Vorsorgen getroffen, damit ich bei mir bleibe und Grenzen setze in diesen 3 Afrika-Wochen. Haha. Ich bin später angereist, einen Tag, weil ich noch einen Drehtag hatte in der Schweiz. Auch das fand ich cool und richtig. Und abgesehen davon, dass mich ein Taxifahrer vom Flughafen in Dakar bis zum Hotel finanziell übers Ohr gehauen hat, hat das auch gut geklappt. Danach fügte ich mich ein in die Abläufe und Wiederaufnahmeproben mit meiner Gruppe und der Regisseurin. Der Kameramann war ein lustiger Vogel und hat sich gleich mit dem Neffen des Besitzers angefreundet. Sie haben auf dem Dach geraucht und philosophiert. Er hat ihn mir vorgestellt. Es war ein unscheinbarer kleiner Rastermann. Ruhig, selbstbewusst, immer einen Tee kochend und rauchend. Ja, genau der wurde mein Ehemann 2,5 Wochen später. Er war übrigens kleiner als ich. Also nicht, dass man jetzt denkt, Afrika und schöner Mann und Rhythmus und Trommeln und Sex und weiß ich was. Nein, es war die spirituelle Anziehung. Ich war in der Zeit mit Proben und Distanz halten und Filmkonzept beschäftigt. Und es war Ramadan und am Ende waren wir eingeladen zu unseren senegalesischen Musikern. Wir Mädels wurden schön eingekleidet für diesen festlichen Moment. Ich sah aus wie eine Königin mit hellblauem Turban und wallendem hellblauem Kleid. Am Ende des Festes, zurück im Hotel, hatte ich den unbedingten Impuls, mich so Omar zu zeigen, den ich aber nicht fand. Hätte ich es doch dabei belassen. Mein lustiger Kameramann erzählte Omar, dass ich mich auskenne mit Kabbala, was ihn interessierte. Ich schlug ihm vor, ihm ein Reading zu machen und das fand kurze Zeit später statt. Wir saßen in einem dieser Betonzimmer auf dem Bett und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir drauf kamen. Danach war er zufrieden, er hat das sich gern angehört, sagte er. Er sei Sufi und Muslim und er könne mich nur küssen, wenn wir heiraten würden. Also, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob ich das Gefühl hatte, wenn wir schon da pritzeln. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Es war nicht, was ist das für eine wundervolle Seele, die ich wiedererkenne, sondern es war, irgendwie muss das wohl so sein, dass ich mit dem was zu tun habe. Also es war so abstrakt und ich habe das x-mal mir versucht zu erklären, was mich dort bewogen hat. Ich kann nur sagen, ich war irgendwie gesteuert. Also ich hätte so gut einfach aufstehen können, sagen, danke vielmals, tschüss dann. Und es ging irgendwie ums Küssen und eben nicht küssen. Und eben Sufi, Muslime können nur, wenn wir heiraten. Und statt zu sagen, nein, danke, wie lustig, haha, habe ich gesagt, ja, dann heiraten wir. Also du verstehst vielleicht, warum ich mich so schwer tue, diesen Moment zu erzählen, weil ich ihn immer noch nicht verstehe im Herzen. Also ich kann nur sagen, das war wahrscheinlich vorbestimmt. Und ich hatte wahrscheinlich das Gefühl, der liebe Gott hat mir diesen Mann geschickt, das muss jetzt sein. Ja, Pascal, was sagst du dazu, wenn du das hörst? Sag mir was. Ich bin echt sprachlos, Sandra. Ich bin wirklich sprachlos. Das, was mir im Fall zuerst in den Sinn gekommen ist, ist, ob das, weißt du, mit irgendeinem Vorleben zu tun haben könnte. Und das Zweite, was mir in den Sinn gekommen ist, ist, meine alte Weise hat mir mal erklärt, wenn wir jemanden Neuen treffen, dass wir dann zuerst wie sein ganzes Seelenbild sehen und uns von diesem dann angezogen fühlen. Und erst später, mit dem Lauf der Zeit, sehen wir dann quasi die Inkarnation, wie der Mensch heute ist. Mhm. Und das,
unterscheidet sich extrem. Mhm. Und das würde ja dann in dem Sinn vielleicht auch für ein Vorleben oder etwas sprechen, dass dieser Mensch in dir irgendwas hervorgerufen hat und du wie gar keine Wahl hattest. Mhm. Also es ist echt krass, dir zuzuhören. Es ist wirklich krass. Ich sitze so da und denke so, wow, es ist echt krass. Mhm. Ja, also eben, ich habe mich jetzt auch schwer getan, diesen zentralen Teil der Geschichte nochmal das Gewebe aufzudröseln, weil ich merke, ich möchte wissen, was denn der Urpunkt dieser, also ich glaube auch, es muss mit Karma vorleben, ich muss den oder irgendwas muss ich gekannt haben. Also wie gesagt, ich hatte schon im Flugzeug ein Jahr davor das Gefühl, ich komme nach Hause, wenn ich über diese roten Erde fliege. Aber als ich am Boden war, habe ich einfach gedacht, hey, was seid ihr drauf? Ich kenne, das ist wie ein fremder Planet, wie die Menschen miteinander sind. Also ihre Lautstärke, ihre Energie, was sie essen, was sie tun. Es war überhaupt nicht bekannt, dass ich sage, ah ja, mein Körper fühlt sich, also ich fühle mich wohl in der Hitze, ja. Aber ich habe mich, als wir dort im Hotel waren zum Beispiel, haben wir immer wieder Schreie gehört von einer Frau und einem Mann. Und ich habe so mich besorgt und gedacht. Und dann hat die Familie des Hauses gesagt, ah ja, die haben Streit. Und für mich war das einfach eine totale Notsituation. Die haben sich an den Haaren gerissen und irgendwie ging es wahrscheinlich um Eifersucht und weiß ich was, wo ich einfach gedacht habe, mit solchen Menschen weiß ich nicht, wie umgehen. Was habt ihr? So. Und dass ich eben nicht in der Distanz bleibe und sage, ha, 3 Wochen gehen gut vorbei, ich mache einen Film darüber, sondern wirklich eingetaucht bin und gesagt habe, also gut, wenn ich den kennenlernen will, muss ich ihn gleich heiraten. Ich meine auch da, dass ich nicht verhandelt habe und gesagt habe, lustig, dass du das sagst, aber das ist für uns jetzt in der Schweiz komisch. Ich hätte ja ganz viele Dinge tun können und ich war irgendwie wie fremdgesteuert von das muss, also ich hatte so ein Bedürfnis nach Magie. Also es war mir wichtig, dass hier was Magisches geschieht. Und alles, was folgt, du wirst es noch hören, hatte diese Farbe der Magie natürlich, aber auch diesen völlig unangebundenen Stress und Schrecken. Also es waren dann viele Dinge, die zu viel waren, aber ich durfte es ja nicht zugeben. Ich musste jetzt durchgehen. Ja, aber trotzdem spannend ist, dass der erste Moment in dem Hotelzimmer, da war die Magie nicht. Es war null Magie, wirklich null Magie. Ich meine, es ist spannend, dass du es nachher erlebst, wir werden es hören. Genau, ja, das stimmt, vielen Dank. Es war nicht, er schaut mich an oder diese Haut britzelt oder es ist eine Magie im Raum, sondern es ist eine nüchterne Bemerkung seinerseits und ein Gefühl, ja, man könnte sich jetzt küssen, wie das so ist als Teenager, könnte man, müsste nicht. Darf ich fragen vom Alter her, wo war er im Vergleich zu dir? Er ist, glaube ich, ein Jahr älter als ich. Okay. Und er war eben auch nicht jetzt jemand, wo ich sage, dem bin ich total, den kenne ich, sondern der war mir recht fremd, aber eben. Ich muss jetzt aus dem Ding ein bisschen was machen, damit es sich erlöst. Weil ich will jetzt nicht in der Vergangenheit rumpopeln, um es zu verbessern. Es war, es gehört zu meiner Geschichte, es muss richtig gewesen sein. Aber so eine Situation macht mir natürlich immer noch ein bisschen Respekt, ob ich mich alleine lassen kann, wenn ich neue Dinge... Also werde ich wieder so handeln oder war das einfach... Ein Ding, das eine karmische Begegnung, die halt ihren Tanz veranstaltet hat. Und jetzt ist er ja weg aus meinem Leben. Also ich weiß nicht mal mehr, wo er wohnt. Ich weiß nicht. Das wir greifen jetzt nicht vor. Ja, genau. Nächstes Mal. Zum Schatz hinter dem Ofen. In meinen Teenagerjahren und auch so zwischen 20 und 30 war mein einziges Bestreben weg. Weg von meinem Zuhause, weg von der Schweiz, weg von all dem, wo ich herkomme.
hin zum Glück. Das mögliche Glück könnte ganz weit weg sein. Von mir aus ist es in Brasilien, von mir aus ist es in Deutschland, in Afrika. Indien hat mich damals nicht heimgeholt, aber ich war einfach dem Exotischen, dem Fremden total gewogen und dachte einfach, ich muss jetzt raus. Und diese Begegnung mit Afrika in ihrer ganzen Größe und Dimension hat mich wirklich zurückgestuft, zurückgeschickt zu mir nach Hause. Hat mich eigentlich meinen Vater noch mal neu kennenlernen lassen, hat mich meinen Wohnort, wo ich aufgewachsen bin, als Kind noch mal aufsuchen lassen. Und jetzt wohne ich eigentlich da, schon seit 23 Jahren, wo ich als Kind aufgewachsen war, nur weg wollte, weil es so schwierig war, weil da so komische Nachbarn waren und so viel Unfrieden. Und insofern muss ich sagen, hat für mich diese Geschichte mit dem Schatz hinter dem Ofen eine absolute Gültigkeit. Also ich glaube, nur wenn ich in mich hineingehe und dort grabe, finde ich meinen Schatz. Der ist nicht in Prag, der ist in mir. Und das kann ich sagen, also darauf bin ich stolz, dass ich das herausgefunden habe und dass ich dort auch grabe. Aber ich möchte nicht ertrinken in mir, sondern ich möchte mich wieder heimholen und aus mir heraus neu in die Welt gehen und der Welt begegnen als ich und nicht der Welt begegnen als du hast was, was ich nicht habe. So lasse ich mich jetzt mal in der vollen Leere neu gewähren. Ich trinke ab und zu Yogi-Tee, auch von diesem Yogi-Bhajan, vom Kundalini-Yoga, nur schon, dass es mal gesagt ist. Und da sind ja immer so kleine, schöne Sprüche drauf. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die werden immer ein bisschen plumper und blöder. Also es gibt Phasen, wo sie wirklich weise Sprüche sind und es gibt Phasen, wo ich einfach finde, wie geht's dem, der diese Sprüche aufgeschrieben hat? Also wo haben sie so eine Not, immer neue Sprüche zu finden? Und zum Beispiel habe ich letztens einen gehabt, ohne Dankbarkeit gibt es keinen Wohlstand. Ich finde, was geht ab? Das ist weder weise noch wahr, noch hat überhaupt keinen Zusammenhang. Also ich stelle mir da Studenten vor, die so wie in einem Callcenter solche Sprüche schreiben müssen und manchmal sind sie inspiriert, manchmal nicht. Ich dachte jetzt einfach, ich präge aus diesen Worten was Neues. Dankbarkeit ist die Mutter aller Gefühle. Ha? Was ist der Unterschied? Ich habe einfach nicht Germanistik studiert. Und ich bin auf dem Weg, eine starke und glückliche Frau zu werden. Eine Königin dieser Welt. Eine Heldin.